denn er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und scheinbar ist das der Fall bei Marcel Halstenberg, Urhannoveraner, Laatzener Jung, aktuell bei RB Leipzig. Und mit dunkler Lord kann man in diesem Fall Max Eberl meinen, damit kann man RB meinen, damit kann man meinen, was auch immer man möchte. Auf jeden Fall scheint es so, als ob das, was ich niemals für möglich gehalten hätte, tatsächlich einzutreffen scheint. Und zwar Marcel Halstenbergs Transfer in diesem Sommer zu Hannover 96. Warum das so gut ist und warum ich das immer noch nicht glauben kann, wir reden drüber in diesem Video. Viel Spaß. Ich bin geschockt davon, weil wenn der Kicker über sowas berichtet, dann ist es meistens schon ziemlich konkret. Der Kicker ist relativ verhältnismäßig spät, was Transfers angeht, gerade in der zweiten Bundesliga. Da ist normalerweise die Sportbilder, von mir aus Neue Presse, wer auch immer, ist da schneller. Von mir aus Fabrizio Romano, wenn es um große Namen geht. Wenn der Kicker was vermeldet, dann muss da schon wirklich was heißen. Und dementsprechend absolute Ekstase gerade hier, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen von euch auf Instagram und wo auch immer. Marcel Halstenberg könnte in diesem Sommer zu Hannover 96 wechseln. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Selbstverständlich folgt mir gerne auf Instagram, ja, da habe ich gerade eben auch schon was dazu gesagt, und zwar, dass ich nicht daran geglaubt habe, ich Ketzer oder wie auch immer. Es ist unglaublich für mich, dass das tatsächlich zu passieren scheint, weil nachdem er in der vergangenen Saison so unglaublich relevant noch war für RB, Pokalfinale gespielt hat, quasi David Raum, der ja teuer als Neuzugang verpflichtet wurde, von der linken Abwehrseite verdrängt hat, ein absolut variabler Spieler ist, der wichtig werden könnte, insbesondere da bei RB ja gerade sehr viele Achsen wegbrechen, gegebenenfalls auch noch Josko Gvardiol, der ja auch Linksfuß ist, genauso wie Halstenberg. Und dennoch scheinen die familiären Gründe so überwiegend zu sein, dass er verzichtet auf das, was er bei RB hat. Und das ist nun mal Champions League Fußball, beziehungsweise zumindest mal Spielpraxis in der Bundesliga und sicherlich auch mehr Gehalt als 96 zahlen kann. Und es in Erwägung zieht, mehr möchte ich aktuell immer noch nicht sagen, weil ich glaube dem Braten immer noch nicht so ganz. Ich traue dem Braten, ist das Wort. Er zieht in Erwägung, zu seinem Jugendverein zurückzukehren. Zurück an alte Wirkungsstätte, zurück zu dem Verein, der ihn in der aktuellen Situation unglaublich gut gebrauchen kann und dementsprechend auch den Abstieg von Champions League in die zweite Bundesliga. Das müsst ihr euch mal überlegen, das ist ja nicht einfach nur wie Lars Stindl, der jetzt bei Gladbach eine gute Saison zwar gespielt hat, als Capitano auch, klar, aber bei Gladbach durchwachsen und auch vor allem nochmal ein bisschen älter. Halstenberg war wirklich gesetzt bei Leipzig über eine gewisse Strecke der Saison. Champions League, die waren auch erfolgreich unter Marco Rose, er hat den Pokal gerade gewonnen und dieser Schritt runter zu 96, das ist, also ich meine, es ist genauso wie bei Stindl sein Heimatverein, aber trotzdem finde ich es krass. Man hat in der Vergangenheit häufig über die Beziehung gehört und über die Verbindung, die er zu 96 hat, und das ist auch alles schön und gut, das heißt aber nicht automatisch, dass er sofort sagt, okay, ich lasse jetzt einfach mal alles stehen und liegen hier, wo ich gerade erfolgreich bin in Leipzig und komme zurück. Also deswegen für mich total surreal, aber was bedeutet das für Hannover? Und das ist ja das Wichtige, ich habe ja schon ein Video darüber gemacht, warum ich nicht glaube, dass das passiert. Schaut euch das gerne nochmal an, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber das ist jetzt eigentlich alles egal. Die Macht der Liebe, ähnlich wie bei Harry Potter, die scheint das zu sein, was ihn auszeichnet und was ihn vielleicht, das ist jetzt wieder überspitzt gesagt und auch unnötiges RB-Bashing in dem Kontext, die ihn vielleicht dazu verleitet, zurückzukehren. Wir wissen, er ist hier familiär verwurzelt, wohl baut er auch in Hannover ein Haus, das haben jetzt auch mehrere gerade auf Instagram geschrieben als Begründung dafür. Ob das ausreicht, weiß ich nicht, ich glaube Lücke hat auch ein Haus gebaut und zwar hier in der Nähe, in Abergen. Also ich weiß es nicht, ob das wirklich stimmt, ich habe das damals gehört. Das heißt nicht automatisch, dass du sofort zurückkommst, weil so ein Hausbau dauert und das Haus steht im Zweifel auch erstmal noch da, also ist ja nicht nach 3 Jahren abgelaufen. Also das reicht mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht, aber es scheint irgendwelche größeren Gründe zu geben und vielleicht ist es eben genau diese Rückkehr, vielleicht ist es die Hilfe dabei, 96 zu einem konkurrenzfähigen zweite Bundesliga-Team zu machen. Weil ich habe das in den vergangenen Videos immer wieder angesprochen, 96 ist Stand jetzt sicherlich ein Team, mit dem man rechnen kann, auch im Platz um die oberen, oder im Kampf um die oberen Plätze, so rum ist richtig. Aber 96 ist eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, nachdem man in der Hinrunde noch an die Erwartungen anknüpfen konnte. Wo man noch gesagt hat, hey, vielleicht können wir oben mitspielen um den Aufstieg. In der Rückrunde kam der komplette Einbruch, wir müssen das Team mal nicht wieder aufmachen. Aber nach dieser Rückrunde zu sagen, okay, ich will jetzt dabei helfen, dass sowas vielleicht nicht nochmal passiert und dass gegebenenfalls sogar die Qualität im Kader sich so sehr erhöht, dass man tatsächlich konkurrenzfähig ist, um die ersten 3 Plätze konkret mitzuspielen. Das finde ich schon ziemlich krass, weil das ist ein Transfer von Marcel Halstenberg wert, in meinen Augen, für 96. Mit Marcel Halstenberg als Abwehrchef, und so würde ich ihn sehen, Stand jetzt, katapultierst du dich automatisch in höhere Gefilde. Und in Kombination mit der Tatsache, dass wir aktuell Derrick Köhn noch nicht verkauft haben, ist dieser Kader von einer Qualität aktuell und in einer Breite besetzt, wo ich wirklich sage,
Hol mal jetzt noch einen Stürmer oder hol mal noch Sonny Kittel von mir aus und spielen wirklich dieses 3-4-2-1, was im Test gegen Hildesheim, da komme ich gleich noch mal kurz zu, ja wirklich, weil das relevant ist auch für die Position von Halstenberg, was da auch gespielt wurde, dann könnte das wirklich eine Mannschaft sein, die du erstmal schlagen musst. Ich weiß, wir haben vergangene Saison gegen viele Gegner schlecht ausgesehen und auch verhältnismäßig hohe Niederlagen kassiert, wo es nicht sein musste. Es gab die Spiele, wo wir aber auch mit dem aktuellen Kader beziehungsweise ohne sonderlich viele Ergänzungen dem Gegner wirklich eine schwere Zeit bereitet haben. Siehe das Spiel in Hamburg. Da haben wir die erste halbe Stunde eigentlich das bessere Spiel gemacht, waren die bessere Mannschaft. Kassieren das 1-0, fallen auseinander. Gleiches Thema gegen Heidenheim. Auch da erst die bessere Mannschaft gewesen, dann auseinandergefallen. Es gab einige Spiele davon, gerade gegen die guten Gegner, wo wir uns echt gut präsentiert haben. Gegen die schwächeren Gegner, da war es eher das Problem, wir haben uns häufig dem Niveau angepasst, beziehungsweise haben nicht richtig den Tritt gefunden. Und dabei könnte natürlich ein Spieler mit der Routine und mit der Führungsqualität, die er mitbringt, definitiv helfen. Zumal er ja eben aber auch noch eine sportliche Qualität hat, die die Mannschaft automatisch anhebt, weil ich bin der Überzeugung, und das hat man zum Beispiel auf einer noch höheren Skala zugegebenermaßen, aber auch Champions League Format, bei PSG in der abgelaufenen Saison gesehen. Sergio Ramos kam zurück, nachdem das erste Jahr quasi nur verletzt war. Und die Defensive vom PSG war eine andere. Das ist ein anderes Selbstverständnis. Ein Spieler dieser Qualität zieht die anderen Mitspieler mit nach oben. Und ich bin ja generell schon überzeugt von unserer Innenverteidigung. Ihr wisst, Phil ist für mich einer der besten Verteidiger der Liga, einer mit besten Gesamtpaket in dieser gesamten Liga. Bright Arayembi ist ein unglaublich talentierter Verteidiger. Dazu hast du natürlich auch die Außenverteidiger, deren Hauptkompetenz, Kernkompetenz jetzt nicht das defensive Geschäft ist, aber die von sowas natürlich auch in der Sicherheit einfach profitieren können. Die Sechser, das gesamte Team, das will ich im Endeffekt damit sagen. Deswegen wäre das wirklich krass. Natürlich hast du trotzdem große Vereine wie Hertha, wie Hamburg, wie natürlich auch Schalke. Aber darunter müssen wir uns nicht verstecken und wer weiß, ob die wirklich alle so ein leichtes Spiel haben werden in der kommenden Saison. Ich sage es ja mal wieder, St. Pauli, Paderborn, Karlsruhe, Düsseldorf, das sind alles Mannschaften, die oben angreifen wollen und angreifen können. Nürnberg darf man nie unterschätzen, führt in der zweiten Saison in der zweiten Liga hintereinander jetzt auch nicht. Warten wir mal ab. Aber 96 muss sich jetzt wirklich nicht mehr so sonderlich weiter darunter einordnen, wenn er denn wirklich kommen sollte. Jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen dazu, warum ich ja ursprünglich auch schon gesagt habe, dass ich mir das nicht vorstellen kann und warum ich immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, dass das wirklich durchgeht. Ich vertraue Markus Mann zu 100%. Der Mann macht, seit er bei 96 angekommen ist, einen überragenden Job. Auf den lasse ich nichts kommen, genauso wenig wie auf Stefan Leite, der sicherlich die sportliche Perspektive aufzeigen wird. Der Marcel Halstenberg sagen wird, Junge, du wirst hier eine riesige Rolle spielen und du bist von der Qualität jemand, den wir in unserem Kader unglaublich gut gebrauchen können. Finanziell hingegen muss er ja schon extreme Abstriche nehmen. Er spielt aktuell bei RB. Er spielt aktuell Champions League. Er wechselt in die zweite Liga und auch nicht zu einem Verein wie Schalke oder Hertha oder dem HSV, die finanziell nochmal ein bisschen anderes Mittel haben oder andere Mittel haben, sondern bei 96, bei denen niemand so richtig weiß, wie die finanzielle Situation ist. Das ist ja immer so. Also gefühlt haben wir kein Geld, gleichzeitig müssten wir aber auch Geld haben. Dann heißt es immer, Opa macht die Schatulle auf. Despektierlich gesprochen, weil ich jetzt kein Fan bin, weil wenn ich das so zu meinem Opa, und ich habe meinen Opa nicht kennengelernt, aber ich glaube nicht, wenn ich es zu ihm gesagt hätte, er das gemacht, aber ist ein anderes Thema. Und dennoch, selbst wenn wir Geld haben, reicht es natürlich nicht, um Gelder zu zahlen, die du in der Bundesliga, geschweige denn in der oberen Tabellenregion da zahlst. Die Quellen unterscheiden sich da natürlich, aber je nachdem, welcher Quelle man glaubt, könnte der Mann aktuell bei Leipzig so um die 5 Millionen verdienen. Andere Quellen sagen 2,5 Millionen. So oder so, das wird er bei 96 nicht bekommen. Ich weiß nicht, wo unser Topverdiener jetzt gerade liegt, aber deutlich, deutlich darunter. Was ja auch logisch ist, weil was haben wir denn vorzuweisen in der Vergangenheit, womit wir jetzt viel Geld eingenommen hätten? Wir sind eigentlich immer im Minus, was Transfers angeht. Und auch sportlich, der Erfolg gibt uns jetzt nicht gerade die unglaublichen, unbegrenzten Möglichkeiten. Aber vielleicht ist er einfach auch bereit, auf vieles zu verzichten. Ich meine, der hat gutes Geld verdient. Und man sieht es ja immer wieder bei Spielern. Ich meine, Lars Stindl wird bei Karlsruhe jetzt auch nicht die Welt verdienen. Hendrik Weidand beendet gerade seine Karriere. Der macht jetzt trotzdem einen guten Job. Und ich denke mal, dass der auch nicht nochmal das Geld bekommen hätte, was er jetzt bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich vom Profifußball weg ein ordentlicher Step, auch finanziell gesehen. Nicht, dass Halstenberg jetzt weggehen würde vom Profifußball, aber halt von den obersten Gefilden, auch monetär gesehen. Und das muss man einfach berücksichtigen. Und deswegen bin ich da noch so ein bisschen, wo ich gar keine Sorgen habe, und das wurde ja auch schon in der Vergangenheit kommuniziert, beziehungsweise das war ja auch schon im ersten Video, was ich gesagt habe, bekannt,
RB würde ihm wohl keine Steine in den Weg legen. Und man kann von RB halten, was man möchte, aber bei verdienten Spielern glaube ich nicht, dass die da wirklich irgendwas großartig dagegen haben. Die haben diesen Sommer eine ordentliche Stange Geld eingenommen. Das wird wahrscheinlich noch steigen, ja, wenn man Josko Guardiol bedenkt. Der wechselt für, sagen wir mal, 100 Millionen. Dann hast du einen Kunku mit 60, Soboschlei mit 70, 230 Millionen mit denen. Die sind nicht auf Einnahmen angewiesen. Generell nicht. Wir reden über RB. Halstenberg hat einen Marktwert von 3,5 Millionen. 96 wird die Ablöse niemals zahlen. Vielleicht gibt es eine kleine Kompensation. Vielleicht gibt es erfolgsabhängige Boni. Das kann ich mir definitiv vorstellen. Die gibt es ja zum Beispiel bei Bright Array in B auch. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Vertrag von Halstenberg einfach aufgelöst wird quasi. Beziehungsweise, dass sie diese Boni sozusagen als einzige, ja, Bezahlung entgegennehmen. Und das ist ein riesiger Vorteil in diesem Szenario, weil, wie gesagt, von RB kann man halten, was man möchte, aber finanziell gibt es keinen Club, bei dem wir sozusagen besseren Stein im Brett hätten. Weil wenn das Ding, wenn er jetzt bei Gladbach spielen würde oder wenn er jetzt bei Augsburg spielen würde, kannst du ganz stark davon ausgehen, dass wir da eine Ablöse zahlen müssten. Bei RB, die sind halt wirklich nicht drauf angewiesen. Verdienter Spieler, die haben nicht so viel Identität, das heißt, das ist wirklich was wert. Und wenn sie dann quasi sagen können, ey, guck mal, wir legen dir keine Steine in den Weg, ähnlich wie mit der Ausstiegsklausel bei Nkunku, mit der Ausstiegsklausel bei Soboschlei, wie jetzt bei Gvardiol gegebenenfalls, der im Sommer wechseln könnte, das ist schon ein ziemlich gutes Zeichen. Alles in allem scheint es sehr realistisch zu sein. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir kommen noch ganz kurz dazu, wie würde das denn aussehen dann systemseitig? Weil natürlich kann Halstenberg verschiedene Positionen spielen. Der hat bei RB Linksverteidiger gespielt, der kann theoretisch auf der Schiene spielen, der kann aber auch Innenverteidiger spielen. Linksverteidiger halte ich für unrealistisch. Wir haben da jetzt gerade mit Eze einen dazu bekommen, wir haben mit Derrick Köhn immer noch einen im Kader. Einer von den beiden wird in der Startelf stehen, gegebenenfalls beide. Gegebenenfalls wird Köhn den Verein auch verlassen, aber nichtsdestotrotz auf dieser linken Seite, glaube ich, wird er nicht beheimatet sein, weil ansonsten hätte man auch keine Ablöse für Eze bezahlt. Linke Innenverteidigung. Aktuell Bright Array MB. Ist natürlich eine realistische Variante, den hinter ihm aufzubauen. Andererseits hat man Array MB sicherlich nicht verpflichtet jetzt, um zu sagen, und das mit Halstenberg, das wird schon länger gehen, die Verhandlung. Das wird jetzt nicht ad hoc passiert sein. Von daher, du wirst Array MB nicht verpflichtet haben, um ihm zu sagen, du stellst dich jetzt, nachdem du letztes Jahr quasi über weite Strecken der Saison gesetzt, was hinten an hinter einem Halstenberg und dann schauen wir, was wird. Das glaube ich nicht. Könnte aber natürlich sein, je nachdem, wie die Form von Arabian Bier auch ist, weil das war letzte Saison ja teilweise auch ein Problem. Für Luca Krein sieht es dadurch übrigens ziemlich schlecht aus, aber der ist ja sowieso Verkaufskandidat, aber der wird dann halt einfach dadurch, dass wir aktuell eine Doppelbesetzung auf links haben, in der linken Verteidigung oder Außenverteidigung und in der Innenverteidigung mit einem Linksfuß noch dazu. Julian Börner ist auch Linksfuß, das könnte er also auch. Für den sieht es, glaube ich, schlecht aus. Apropos Julian Börner, Innenverteidigung, zentral. In der Dreierkette, da sehe ich ihn komplett. Abwehrboss, ich hatte ja auf Phil als Abwehrboss gehofft in der kommenden Saison, aber mit Marcel Halstenberg würde man, glaube ich, auch nichts falsch machen. Der zentral leitet die beiden an. Kapitän wird er nicht sein, aber er wird sicherlich einen hohen Rang haben in der Mannschaft. Da kannst du von ausgehen mit der Erfahrung, mit der Qualität, die er hat. Kann auf beide Seiten Einfluss nehmen, kann auf beiden Seiten unterstützen, kann sich im Spielaufbau vielleicht ein bisschen einbringen, kann gleichzeitig defensiv die Stabilität halt einfach auch liefern und hat das ganze Feld im Blick. Spielt direkt vor Zieler. Ich glaube, das wäre die Optimalposition. Rechte Innenverteidigung müssen wir nicht drüber reden, da ist fehlgesetzt und das bleibt auch so. Also, das ist wirklich gar kein Thema. Da ist halt die Frage, ob Lürs bleibt oder nicht, aber ansonsten ist das, glaube ich, kannst du, glaube ich, vergessen, zumal ja dem auch noch da ist, der das theoretisch spielen kann. Und dann ist halt die Frage, was davor passiert. Was wir, wenn Halstenberg kommt, ausschließen können, wobei ich das sowieso ausschließe, ist, dass Eze in der linken Innenverteidigung spielt. Weil auch gleich das Argument, das habe ich jetzt häufiger gelesen, was ich Wahnsinn finde, aber das hätte für mich gehießen, dass Börner oder RMB zentral spielen. RMB zentral sehe ich nicht, noch nicht, dafür ist er noch nicht weit genug, auch wenn er das Talent dafür definitiv hat. Börner, also dann hinter Börner aber gleichzeitig anstellen, wo du eben genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, mit der Perspektive, die du mir jetzt aufgezeigt hast, unwahrscheinlich. Also selbst das hätte ich schon realistisch gesehen. Jetzt, wo noch einer da ist, der die Position theoretisch spielen könnte, wenn Börner sich so gut in Form spielt, dass er zentral gesetzt wäre und Halstenberg ist der schnellere von beiden, glaube ich, trotzdem. Das heißt, der würde bestimmt auf der linken Innenverteidigerposition spielen, weil Börner in der Zentralen einfach am besten ist. Also das macht gar keinen Sinn. Zumal, das nochmal ganz kurz, wir sind nicht in FIFA, ne? Nur weil Eze 1,88 groß ist, heißt das nicht automatisch, dass der Innenverteidiger spielen muss. Nur damit du Köhn und Eze auf dem Platz hast, musst du nicht RMB droppen und vor allem auch nicht Eze auf eine Position stellen, wo er seine Top-Qualitäten in der Offensive nicht ausspielen kann. Hat man im Test gegen Hildesheim gesehen, hohe Balleroberung, Superpass in die Schnittstelle, Schaub macht das 2:0. Die Qualitäten kriegst du nicht, wenn er Innenverteidiger spielt. Ja? Ich wollte es nur nochmal angemerkt haben, also das halte ich für unrealistisch. Was ich für realistisch halte, ist, dass du diese Dreierkette hast, die ich gerade gesagt habe, also Bright RMB, in der Mitte Halstenberg, rechts Phil und dann auf den Schienen Eze und rechts Moroja hast.
und dann, wie wir es jetzt gegen Hildesheim gesehen haben, Köln vielleicht mal in der offensiveren Rolle ausprobierst. Das wurde ja zumindest schon mehrfach angedeutet, dass das passieren könnte. Jetzt hat in der ersten Halbzeit, zumindest habe ich das so wahrgenommen, korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege, aber auf der, das werde ich nochmal, da werde ich auch nochmal ein gesondertes Video zu machen, aber das sah für mich so aus, als hätte Nielsen Spitze gespielt und dahinter auf Halbposition Foti und Schaub. Kann auch sein, dass Foti zweite Spitze war, sah aber nicht so aus. Das heißt, du hast quasi einen Stoßstürmer und hast zwei da hinten, die so ein bisschen wuseln, auch ein bisschen sich auf außen aufhalten. Und das könnte mit Köln sehr gut funktionieren. Insbesondere, weil in der zweiten Halbzeit, wenn euch das aufgefallen ist, wenn ihr vielleicht den Livestream geguckt habt, wurde ja umgestellt im Laufe der zweiten Halbzeit, sodass Tadel auf links gespielt hat, invers, genauso wie auf der rechten Seite Köln, invers. Das heißt, mit seinem linken Fuß nach innen zieht. Das würde auf der Halbposition natürlich noch besser funktionieren, insbesondere wenn er in Abschlusssituationen kommt. Und er hat sich auch, ich glaube, einen Abschluss mindestens mal genommen. Das heißt, es sind seine Offensivqualitäten. Vielleicht ist das ein Zeichen auf das, was kommen wird. Ist aber ein Thema für ein anderes Video. Für heute ist vorbei. Marcel Halstenberg könnte zu Hannover 96 wechseln. Das wäre absolut fantastisch. Ich bin extrem gespannt. Ich glaube es weiterhin erst, wenn es passiert. Aber meine Wahrscheinlichkeitsfühler haben sich ein bisschen geweitet. Von daher, ich halte es für deutlich realistischer als noch vor, gestern. Von daher schauen wir mal, was weiterhin passiert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, irgendwann im Laufe der Woche. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Abend. Macht's gut, haut rein. Und ciao.